Ja, und für einen glücklichen Zustand, ich bin gerade in Wien, habe ich jetzt die Gelegenheit, eine für mich ganz wichtige Wiener Institution zu besuchen. Oder wenn ich sage für mich, dann meine ich ja eher vielmehr für uns von Huxilla. Denn ich werde jetzt in das Hauptquartier der Desinformationsagenten einkehren. Ich darf das Mimikama-Hauptquartier besuchen. Und da freue ich mich sehr drauf und da nehme ich euch jetzt mal mit. Und für alle, die uns im Moment noch nicht unterstützen, das ist so ein Content, den natürlich unsere Unterstützer normalerweise kriegen, aber weil ich Mimikama ganz doll wichtig finde, glaube ich, dass ihr das alle auch mal miterleben dürft. Ich finde, Mimikama muss man dringend ihre Arbeit unterstützen. Und für alle, die sagen, was kriege ich denn so geboten? Das sind halt so kleine Videos, die normalerweise unsere Unterstützer bekommen. Auch nicht immer, weil ich da niemals Zeit für habe. Aber das sind so Events. Und jetzt gucken wir doch mal rein, wie es so bei Mimikama aussieht. So, dann klingeln wir mal bei Mimikama, wenn ich das mit der Kamera hinkriege. Servus. Servus, ich wollte einen Geldkoffer vorbeibringen. Ja, erste Tür links ganz nach oben fahren. Alles klar. So. Fast, Olli. Da ist Herr Wolf. Servus. Blumen im Mimikama-Büro. Hochprofessionell, wie ihr das von mir gewöhnt seid, mit dem teuersten Kamera-Equipment der Welt, nämlich meinem Handy. Blumen. Sitze ich hier mit André Wolf jetzt gerade. Das ist tatsächlich, André, das hier ist im Wesentlichen Mimikama, oder? Genau, dieser Tisch ist das Herz, das Zentrum, das Gehirn, das alles. Die andere Seite sitzt im Regelfall Tom. Ja. Diese Seite ist meine, also Deutschland, Österreich hier. Ja. Und ja, hier geschieht alles. Hier geschieht alles. Das heißt, ihr surft halt nur so ein bisschen im Internet rum bei Mimikama, ne? Genau. Und kassiert die Kohle andere Leute dafür. Genau, von Angela Merkel und allen Leuten, die uns morgens über das... Wo ist das Telefon eigentlich? Jetzt ist es weg. Das rote Telefon? Ja, das ist das normale schwarze für die Presseanfragen. Ja. Und dann haben wir das... Weiß ich nicht, schau mal hier irgendwo drin, vielleicht liegt hier so ein... Nein. Es ist nicht mehr da, jetzt kriegen wir kein Geld mehr. Das ist schlecht. Aber das ist tatsächlich so... Wir können ja mal drüber reden. Ich habe die Wahrnehmung natürlich gehabt, dass Mimikama ein Stück weit auch aus öffentlicher Hand finanziert wird, weil das ja eigentlich ein hehres Ziel ist, was ihr macht. Und war gestern ganz überrascht, als wir gesprochen haben, dass du gesagt hast, nee, öffentliche Hand ist bei uns gar nicht. Exakt. Also der Verein Mimikama finanziert sich, so wie es in den Statuten festgeschrieben ist, durch Spenden und durch die Einnahmen auf unserer Webseite, also durch die Schaltung von Werbung. Ja. Mehr nicht. Also wir bekommen keinen Cent aus irgendeiner öffentlichen Hand. Es gibt keine Förderer. Es gibt keine geheimen Geldquellen von irgendjemandem in diesem Sinne, von irgendwelchen Regierungen. Also wir leben wirklich von dem, was an Werbung und Spenden reinkommt. Und das ist nochmal, glaube ich, auch, liebe Huxilla-Freundinnen und Freunde, auch eine Sache. Natürlich bellen wir euch auch ständig um Geld an. Aber ich finde, dass einfach Mimikama auch ein Kurs ist, den man unterstützen sollte. Und mit dieser Information, denke ich, habe ich dann spontan gesagt, ich komme euch nochmal besuchen heute Morgen. Weil ich das einfach gar nicht mal, jeder, der jetzt das Video sagt, ich mache jetzt mein Portemonnaie auf, aber sagt das mal weiter, weil ich glaube, oder habt die Erwartung, dass fast jeder unserer Hörer schon mal einen Link von euch geteilt hat. Und man kann dann ja auch nochmal seinen Freunden und Bekannten sagen, unterstützt sie mal ein bisschen, weil das hilft, glaube ich. Ne? Jeder Euro hilft euch, genauso wie es bei uns der Fall ist. Ne? Grundsätzlich und natürlich, was auch hilft, ist Reichweite. Sprich, jedes Lesen unseres Artikels, jedes Verbreiten, jedes Like unten drunter hilft ja letztendlich auch, weil es uns Reichweite beschert. Und das ist natürlich für uns auch immer wieder gut. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, uns da zu helfen, klar sicher. Jetzt sagst du auch Werbung auf der Webseite. Habt ihr irgendeinen Einfluss, was für Werbung da läuft? Ja und nein. Wir haben natürlich feste Werbeplätze. Unser Hauptpartner ist Kaspersky in diesem Fall. Das sind natürlich feste Werbeplätze, die sind immer da. Ja. Wir schalten natürlich auch über Google oder über Google kommt Werbung rein. Und da haben wir natürlich wenig Einfluss drauf. Da haben wir dummerweise immer erst im Nachhinein Einfluss drauf, wenn wir sehen, ah, die Werbung war wieder scheiße, dass wir wieder irgendwas blockieren müssen. Ja. Aber wir haben natürlich nicht den Einfluss, dass wir sagen können, okay, da taucht jetzt immer das auf und da immer das. Das geht leider nicht. Das ist diese typische Google-Werbung, die da eingeschaltet wird. Und die richtet sich natürlich nach dem Surfverhalten der Nutzer. Und habt ihr so paramedizinische Klamotten auch schon mal bei euch auf der Seite gehabt oder passiert das glücklicherweise nicht? Weil das ist so eine Vorstellung von mir.
Ich denke, das könnte ja echt schwierig sein, wenn ihr auch einen Artikel schreibt. Wenn wir sowas erwischen, schmeißen wir es natürlich sofort raus, dann wird das direkt blockiert. Wie gesagt, wir haben da keinen Einfluss. Wir haben schon die schlimmsten Sachen gehabt, dass wir über irgendwie ganz schlimme Sachen, was Tieren widerfahren ist, berichtet haben und sonst was. Und da wurde exakt eine Werbung, die zwar damit mit Tieren zu tun hat, aber völlig abstrus, skurril in dem Moment war, eingeblendet. Das wird dann natürlich auch blockiert. Das ist immer das Dumme, man hat wenig Einfluss. Aber wenn wir über Bitcoin-Geschichten schreiben, wird dann auf einmal irgendeine dämliche Bitcoin-Werbung angezeigt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, da muss man auch aufpassen. Ja, das ist halt. Aber du hast es ja gestern selber gesehen bei deinem Vortrag. Das ist ärgerlich einfach in solchen Momenten. Genau, was André meint, der Vortrag wird ja demnächst auch auf YouTube online geschaltet werden, dass ich mir meinen Spaß gemacht habe, so durchzugucken, auf welchen Portalen der Vortrag bei Skeptic in the Pub angekündigt war. Und eine Seite hatte dann tatsächlich einen Energieberater, der Werbung geschaltet hatte und irgendwelche abstrusen Ernährungsgeschichten mit Bullshit, die da auf der Seite waren. Und das zeigt dann sofort, wie es halt auch schieflaufen kann. Wie recherchiert ihr die Geschichten? Also ihr reagiert ja sehr, sehr schnell, fast tagesaktuell, auf Dinge, die an euch herangetragen werden. Wie schafft ihr das, so schnell zu sein? Das liegt daran, weil viele der Geschichten Narrative beinhalten, die einfach immer wieder neu oder immer wieder auftauchen, die nicht nur dynamisch geworden sind, aber sich im Kern nicht ändern, und dementsprechend ist es viel Archivarbeit, was wir betreiben, dass wir einfach wissen, okay, da hatten wir schon mal was zu und das können wir dann dementsprechend wieder aufgreifen. Ansonsten, das ist kein Geheimnis, wie wir arbeiten, das haben wir schon häufig gezeigt. Wir haben unser sogenanntes Fake-Meldeformular. In dieser Form kannst du da jetzt rüberschwenken, hier sieht man keine Namen, kein gar nichts. Ne, da kommen dann die einzelnen Fake-Prüfungen an. Die klicke ich jetzt nicht an, weil man im Kopf eine E-Mail-Adresse sehen würde. Ja. Und darin kriegen wir halt diese Nutzeranfragen, die klassischen. Ja. So, hier kannst du es sehen, hier habe ich die E-Mail-Adresse jetzt weggescrollt. Ja. Ja. Das sieht dann so aus, dass dann hat ein Nutzer, eine Nutzerin uns das geschickt. So sieht das aus. Und dann kommt im Screenshot genau das eingeblendet und dann gucken wir, was steckt dahinter. Ja. Wenn mehrere Menschen zu demselben Thema eine Anfrage schicken, hat das natürlich Priorität. Dann wissen wir, haben wir also den Indikator, dass etwas gerade stark viral geht. Wenn Einzelanfragen sind, gucken wir, was geht drüber und antworten 1:1 per E-Mail nach Möglichkeit. Aber so können wir halt herausfiltern, was wichtige Themen sind und wissen dann auch, was wir gerade schreiben können. So, und genau so geht das dann los. Normalerweise machen wir dann eine Textsuche, eine Bildersuche. Wir haben eine Redaktionsgruppe auf Facebook, wo wir uns austauschen. Und da kann man auch schon abchecken, wer zu einem Thema affin ist, also das lieber schreiben möchte. Oder wer sagt, okay, von sowas habe ich keine Ahnung. Das ist ja auch, wir sind intern natürlich auch gestaffelt. Das gibt Leute. Im Bereich Verschwörungstheorien haben wir den Ralf Nowotny. Der ist da natürlich führend bei uns. Ich würde nie eine Verschwörungstheorie anfassen, weil das ist nicht mein Fall. Bei mir geht's. Ich habe da andere Sachen, wo ich viel lieber drüber schreibe oder wo ich mich besser einsetzen kann, wo dann der Ralf sagt, da habe ich keine Ahnung von. Und so läuft das halt. Jeder hat sein Spezialgebiet, da kennt man sich aus und da kann man halt was zu machen. Am Ende gibt es natürlich nochmal die kurze Kontrolle. Passt das, was geschrieben wurde? Und sind die Formulierungen alle natürlich richtig gewählt? Was wir generell beispielsweise nicht machen, ist Spekulation zu einem Thema, dass man sagt, könnte dies, könnte das. Jetzt sagen wir lieber, wir kommen zu dem Punkt, da hört dann unser Wissen auf und alles andere ist Spekulation und alles, da sind wir draußen. Das ist faszinierend und wir werden mit dir auch demnächst noch eine Huxilla-Podcast-Folge machen und dann werden wir noch uns ein bisschen länger unterhalten. Mir war es nur noch mal wichtig, weil ich hier in Wien war, auch noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal hier so zu zeigen, wie die, darf man schon sagen, ein bisschen auch seid ihr ja Nerds, ne? Wenn ich mir das hier so alles angucke. Nerds von Minikama, Gutes tun und natürlich verbunden im Geiste. Und ja, man kann sich ja mal anschauen, wie man euch auch mal was Gutes tun kann. Und das sollte man auf jeden Fall tun, denn ich habe so oft schon eure Links auch geteilt in den sozialen Netzwerken und bin immer total glücklich, dass ihr die Arbeit macht, das recherchiert. Und ich kann dann mit ruhigem Gewissen den Minikama-Link teilen und kann sagen, hier, da steht's drin. Ist Bullshit und da wird es auch noch begründet, warum. Ja, genau. André, ich weiß, dass du gleich in dein Wochenende gehen möchtest. Ja, wir sind ja in Österreich, in Wien. Freitagmittag ist Wochenendzeit. Das kenne ich noch aus meinen alten Kammertagen. Insofern will ich dich auch entlassen.
Das ist Wahnsinn, etwas. Also wenn wir jetzt losgehen würden und irgendwo unten zu einem Installateurladen oder sonst was gehen würden, der wäre am Wochenende. 12.30 Uhr ist Feierabend. Ich habe auch schon die Vorbereitung gesehen von den Bürgersteigen, die jetzt hochgeklappt wurden. Insofern danke ich dir. Sehr ganz gern. Herzlich. Und wir hören ich uns danke demnächst. Für den Besuch. Klar, wir hören uns demnächst im Podcast. Und ja, für euch da draußen nochmal, also so ein Zeug sind dann die richtig guten Making-ofs, die ihr bekommt, wenn ihr uns unterstützt. Und das Ding hier halt frei mal für alle, damit ihr den Eindruck bekommt und wie glücklich wir sind, tolle Leute treffen zu dürfen. André, ich danke dir. Alles klar, bis dann, baba.